Hallihallo meine Hübschen, ich melde mich heute mal wieder mit einem Schminkvideo, so sieht's aus und ich denke, das ist ganz gut, weil jetzt kann man wirklich mal irgendwie krass den Unterschied sehen zwischen geschminktem Auge und ungeschminktem Auge. Also ich habe hier noch so ein bisschen Eyeliner-Reste, muss ich gestehen, von heute Morgen, weil es ist jetzt schon ein bisschen später und ich habe aber heute, war ich ein bisschen shoppen. Ich war Osterhasen shoppen für meinen Hasen und ja, bin seitdem irgendwie so ein bisschen total in diesem bunte Farbe-Wahn. War ich irgendwie vorher noch so gar nicht, konnte mich überhaupt gar nicht für diese bunten Sachen irgendwie anfreunden. Aber jetzt ist es auch bei mir angekommen, wie man sieht, ein bisschen Farbe muss sein. Die Kamera verfälscht es leider. Ich habe das Geld dann doch lieber erstmal für den Urlaub ausgeben wollen als für die Kamera. Aber ich denke, dass es auch so eigentlich ganz gut geht. Wie ihr sehen könnt, trage ich einen Eyeliner und dann trage ich einen orangenen Lidschatten auf dem beweglichen Lid und für die Tiefe des Auges sorgt der schöne neue Lidschatten, den ich mir gekauft habe von Chanel, den ich im letzten Video vorgestellt hatte in der Farbe 90. Fauve. Kann ja auch fokussieren, kann die Kamera nicht. Also 90 Fauve. Das ist so ein Aubergine-Ton, den hatte ich ja schon beim letzten Mal euch gezeigt. Finde ich halt ehrlich wirklich super klasse. Ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ich muss noch einmal kurz die Sachen noch herholen, die ich benutzt habe. Entschuldige, bitte. Ich wollte jetzt euch nicht so wirklich das alles so nah präsentieren müssen, aber es geht nicht anders. So, also eigentlich braucht ihr nicht viel dafür. Ich habe einmal meine Sleek Palette, die Paraguay, dafür benutzt. Das ist die Palette. Entschuldigt bitte. Das ist die Palette mit den ganz vielen tollen Orangetönen, die ihr hier sehen könnt. Und für den Look habe ich benutzt einmal dieses helle Beige, erstmal zum Grundieren. Dann habe ich benutzt das hier, das ist so ein rosa, rosi Glitzer. Und dann dieses wunderschönige, dieses, kennt ihr schon das neue Wort? Wunderschönige. Dieses wunderschöne, diesen wunderschönen Ton hier, wie wollen wir ihn mal nennen? Ich will sagen Peach, Orange, Rosa. Also es ist so ein Mix zwischen Orange und Rosa. Also wie so ein Pfirsich irgendwie. Aber mehr ins Orange gehen, mehr ins Pink gehen. Also ein schicker, ein schöner Ton. Und bevor ich jetzt noch irgendeinen Müll brabbel, würde ich sagen, lege ich halt einfach mal los. Ne? Wie gesagt, mit dem hellen, wisst ihr, tendiere ich dazu, nochmal alles zu grundieren, also wirklich auf das komplette Auge verteile ich das. Dann nehme ich diesen, oh, es blendet auch so kacke, ich nehme jetzt diesen glitzernden Rosé-Ton, also es ist wirklich nur so ein Hauch, den trage ich halt auch irgendwie aufs ganze Lid, aufs ganze bewegliche Lid und besonders hier vorne rein, weil, wie wir ja alle jetzt mittlerweile auch schon wissen, wenn wir das hier vorne rein verteilen, boom, das lässt mein Auge größer wirken. Boom. So, dann kommen wir auch schon hier zu dem schicken Pink-Orange-Peachy-Ton. Den habe ich vorne verteilt auf zwei Drittel des Lids. Zwei Drittel heißt bei mir halt so bis hier quasi.
So bis hier. Genau. Einfach nur nochmal, weil ich die Farbe halt auch einfach unglaublich schön finde. Das ist eine tolle Farbe, die mich trotzdem nicht krank aussehen lässt irgendwie, weil ich habe manchmal so Orangetöne, die lassen mich krank aussehen. Und das war schon mit der Palette. Also ihr braucht nur einen peachigen Ton und jetzt kommen wir schon hier zu dem Fauve von Chanel, von diesem tobigen, taubenbraunen Ton. Der kommt bei mir hier in die Crease und auch hier unten rein. Es ist halt irgendwie ganz nett, weil dieser Ton nimmt halt irgendwie auch dieses. Ja, der nimmt irgendwie diesen Ton von dem Orangen, den nimmt der irgendwie an und passt sich da irgendwie an. Ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Das wirkt sehr gut. So, verblenden, verblenden. Das ist echt so ein toller Ton. Also der ist echt klasse. Man kann ihn mit so vielen Farben kombinieren. Ist da irgendwie überhaupt nicht gebunden. So, jetzt nehme ich meinen Feline Cool Eye Pencil von MAC. Muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht irgendwie. Also ich hatte vorher einen anderen. Ultimate, hier ist die Firma. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, welche Firma das ist, zu welcher Firma das gehört. Aber die Firma gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Und habe mir gedacht, okay, benutze mal den hier von MAC. Bin jetzt nicht so zufrieden. Irgendwie, ich weiß nicht, ob ich den falsch benutze, aber der schmiert irgendwie total. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, vielleicht könnt ihr es sehen an dem Auge. Ich habe nicht das ganze Auge, das ganze Augenlid. Augenlid. Mein Gott, Clarissa, ich habe nicht. Das ganze obere Lid hat keinen Lidstrich bekommen, sondern ich habe es nur bis hier vorne, auch wieder so zwei Drittel von hinten angesehen, bis hier vorne oben den Lidstrich gezogen, nicht ganz durch. Das weiß ich nicht. Mir gefällt das an meinen Augen ganz gut, wenn das nicht ganz durchgezogen ist. Wird natürlich immer dünner, dass es ausläuft und nicht einfach so stoppt, ne? Das ist klar. Ja, und dann einfach so ein bisschen nach außen gezogen am Rand. Ich weiß nicht, da muss irgendwie jeder so seine Methode finden, einen Lidstrich zu ziehen, weil jeder macht das irgendwie anders. Ich mache jetzt nochmal die andere Seite. Ja, ihr wisst, wenn ich Lidstrich ziehe, muss ich mich immer anstrengen. Weil das ja irgendwie so überhaupt nicht meins ist. Man kann auch sehen, dass das überhaupt nicht gleich geworden ist. Der geht irgendwie so hoch und der irgendwie nicht. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Denn das kann man ganz gut ausbessern hier mit dem. Auf jeden Fall halt oben so halb angesetzt. Und unten in die ganze komplette Wasserlinie verteilt. So, und dann benutze ich jetzt für meine Lippen, da habe ich zwei Sachen, die man theoretisch benutzen könnte.
Zum einen habe ich von NYX oder NYX oder wie es jetzt auch dementsprechend immer heißt, einen Lip Liner in der Farbe 841 Coral. Oder man könnte auch eine, ich habe noch eine teurere Variante. Ich hatte mir den gekauft, habe es vergessen, dass ich den habe und habe mir den nochmal gekauft von Chanel. Jetzt nicht so clever gewesen. Auf jeden Fall ist das der von Chanel in der Farbe Peach, also Peach. Le Crayon Lèvre, also für die Lippen halt auch ein Lippenumrander. Das sind beides so Orangetöne. Der eine, ich zeige euch den mal kurz. Ich swatch die mal ganz kurz. Also, ich finde, die nehmen sich jetzt nicht so wirklich viel. Das ist der von NYX. Naja. Und das ist der von Chanel. Ein bisschen dunkler ist der. Der von Chanel ist ein bisschen dunkler. Ich nehme aber jetzt den hier, den von NYX, und trage den auf die ganzen Lippen auf. Also nicht nur als Lippenumrander, sondern als Lippenstift. Und dann kann man das entweder so lassen. Also heute tagsüber hatte ich den so getragen und habe nur noch so ein Lipgloss drüber gemacht, der Glitzer hat. Also einfach so einen ganz normalen Lipgloss. Jetzt benutze ich aber noch von Gourmet den Lippenstift Grenade Shine 647. Der ist leer. Das ist halt auch irgendwie so ein ganz toller Orangeton. Ich probiere mal eben kurz euch hier hinzustellen. Dann sieht man, glaube ich, die Farben besser. Die verfälscht es halt irgendwie immer noch. Aber es ist halt so ein Orangeton. Ich kann euch den nochmal kurz switchen. Nehmen die. Also der geht so eher in das dunklere Orange. Ups. Aber mit dem hellen Eyeliner darunter wirkt der natürlich greller. Und ich finde die Farbkombi echt cool. Ja. Was macht ihr denn an Ostern? Gebt mir mal ein paar Tipps. Ich muss heute Abend fleißig basteln. Für meinen Hasen ein Ostergeheim basteln. Was macht ihr denn an Ostern? Erzählt mir das doch mal. Ich bin in Dänemark unterwegs. Und würde mich sehr freuen, von euch mal zu lesen, was ihr so macht. Mich interessiert das auch immer total irgendwie. Und gibt mir auch irgendwie so Anreize. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Hübschen.